Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit Gerlinde Zantes, auf das wir uns heute dann ganz besonders freuen und bei dem wir uns auch nochmal im Kontext unserer Ausstellung Landscapes auf unterschiedliche Facetten konzentrieren werden. Hier jetzt heute am Beispiel von mindestens zwei, drei Arbeiten, die auch in der Ausstellung von Gerlinde Zantes neben den Werken der anderen Künstler zu sehen sind. Wir finden, dass sie eine ganz wichtige und auch besondere Facette in unserer Ausstellung mit abdeckt. Und dem wollen wir heute mal ein bisschen nachgehen. Gerlinde Zantes lebt und arbeitet in Aachen und Friedrichshafen. Das ist vielleicht auch schon so eine kleine Frage, warum die unterschiedlichen Orte. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu. Sie hat an der Fachhochschule in Aachen studiert mit dem Schwerpunkt Zeichnung, hat auch verschiedene Preise und Stipendium erhalten und ist eigentlich seit dem Ende der 80er, ich glaube seit 1986, wirklich rege und regelmäßig in Ausstellungen vertreten. Ich glaube, es wurde mal ein Durchschnitt ermessen, im Durchschnitt, glaube ich, 5 Ausstellungen pro Jahr oder sowas. Also eine enorme Menge an Ausstellungen. Und sie reist viel. Das ist vielleicht auch ein Punkt, auf den wir noch zu sprechen kommen. Und ist neben ihren regen Ausstellungsbeteiligungen auch jedes Jahr mehrere Wochen in Südfrankreich zu finden. Wie im Übrigen auch einer unserer hier ausgestellten Künstler, nämlich Andreas Scholz, der auch Freilichtmaler ist, der auch in Südfrankreich mehrere Wochen im Jahr zu finden ist. Und dort fertigt sie ihre Skizzen an, wie auch Fotomaterial, das sie dann mit in ihr Atelier nimmt, um es dort zu übertragen auf andere Formate und Größen und um es auszuarbeiten. Ihre Arbeiten entstehen auf Papier und werden mit Pastellkreide hergestellt. Ein, wie ich finde, besonders zartes und empfindliches Medium, was uns natürlich hier auch den einen oder anderen Schreck eingejagt hat, weil wir natürlich auch mal ganz auf Hab acht waren, wenn unsere Besucher hier waren, dass da auch wirklich keiner nachher mit den Fingern drüber geht. Ja, genau. Und zu ihren Zeichnungen ist vielleicht noch zu sagen, dass sie auf den ersten Blick einen sehr sachlichen, klaren und auch nüchternen Anschein haben. Und doch ist es so, dass sich schon bei der ersten Betrachtung auch in der ersten Wahrnehmung eine gewisse, ich würde mal sagen, subtile Spannung ergibt. Und dabei vielleicht eher noch etwas, das naturalistische Moment eine Rolle spielt, aber auch ein synthetisches. Auf jeden Fall ein kleines Störgefühl, bei dem der Betrachter vielleicht beim Nachdenken so ein bisschen innehält und sagt, was habe ich hier eigentlich vor mir? Was sehe ich hier? In vielen Arbeiten, die hier in der Ausstellung Landscapes von ihr ausgestellt sind, spielt außerdem das Thema der Nacht eine Rolle. Und ich glaube, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Doch vielleicht nun zuerst mal noch zum Kontext der Ausstellung. Und jetzt als Begrüßung und herzliches Willkommen an Gerlinde. Die erste Frage, wenn du dich so viel mit Landschaften und Naturstücken beschäftigst, was ist für dich als Zeichnerin Natur, in der du dich ja regelmäßig bewegst? Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo, ich grüße dich. Ja, was ist Natur für mich? Also, das ist jetzt eine Frage, die ich als Künstler oder in meinem künstlerischen Werk nicht unbedingt beachte, sondern die Natur. Ich gehe in die Natur, weil sie mich fasziniert, weil mich eine bestimmte Landschaft fasziniert seit vielen Jahren. Und insofern suche ich die Natur als Objekt für mein Bild, ja, als ja, wie ich mein Bild umsetzen kann. Und dafür brauche ich die Natur oder eben auch Städte und Dörfer. Das ist ja auch ein Thema. Und einige Arbeiten habe ich ja auch in der Galerie. Genau. Und hier sieht man dich jetzt auch bei der Arbeit mitten in der Natur, wie du Skizzen anfertigst. Was mich noch interessiert, wenn wir bei dem Thema Natur jetzt stehen, ist der Begriff der Landschaft, was du darunter verstehst. Ich gebe dir vielleicht noch so ein paar
noch so ein paar Punkte mit an die Hand, denn für uns war das Thema Landschaft hier einfach auch ein Herzensthema, weil wir das alle in unserem Studium in der Kunstgeschichte doch auch sehr intensiv behandelt haben und die Landschaft einfach als Gattung insgesamt gesehen in der Kunstgeschichte doch eine sehr junge Gattung ist. Ja, kommt eigentlich erst im 17. Jahrhundert auf, wenn man Landschaft versteht als Landschaft um ihrer selbst willen. Also nicht mehr als Bühne oder Staffage für irgendwas anderes. Und von dem Blick her gesehen ist es natürlich sehr interessant, was dich antreibt, die Landschaft selbst zum Thema zu nehmen und was für dich Landschaft bedeutet. Landschaft fasziniert mich ja in meiner Arbeit, ich würde sagen, erst seit 20 Jahren. Im Vorfeld, also als ich studiert habe und auch 20 Jahre danach oder 25, 20 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, es ist auf jeden Fall schon lange her, habe ich mich ja mit ganz anderen Dingen beschäftigt, also mit Industrielandschaften und mit Maschinen, mit solchen harten Gegenständen und habe ja ausschließlich in Schwarz-Weiß gearbeitet, nur mit Fit und Bleistift. Und bin erst Anfang 2000 auf die Landschaft gekommen. Und da komme ich eigentlich auch schon auf die bestimmte Landschaft, die mich eben so fasziniert. Und das ist eben die in Südfrankreich. Und die in Südfrankreich bin ich seit meinem 17. Lebensjahr eigentlich fast jährlich. Und fast immer ich gehe auch fast immer in diese gleiche Region, die mich wahnsinnig fasziniert. Und habe aber für mich immer gedacht, am Anfang, das ist so schön, das kann man nicht zeichnen, das kann man eigentlich künstlerisch nicht darstellen. Es ist so schön, Lavendelfelder oder die ganzen Postkarten, was man da kennt aus der Ecke, das kann man als Postkarte zeigen, aber das kann man nicht künstlerisch umsetzen. Bis dass ich das irgendwann mal gemacht habe, auch aus Spaß und weil ich auch ein neues Sujet reinkommen wollte. Und habe dann auch gemerkt, wie mich das fasziniert und wie mich das packt und was man da alles rausholen kann und dass man da eben auch Landschaften sehen kann und zeichnen kann, die Stellen, wo nicht jeder so hinguckt. Ja, das sind eben nicht die blühenden Lavendelfelder und es ist eben nicht das Typische, was man aus der Region kennt. Obwohl natürlich ich mit diesen Flüssen jetzt neuerdings, ich beschäftige mich auch mit der Dèche, mit der Chassezac und mit der Sèze. Und diese Flüsse sind natürlich ein touristischer Punkt, da sind viele Menschen, aber trotzdem ist mein Blick ganz sicher ein anderer als der, den man da kennt. Und da würde ich direkt auch einhaken und vielleicht mal fragen, wenn wir jetzt hier die Arbeit sehen, die auch in der Ausstellung zu sehen ist, ich glaube, sie hat fast 2 Meter Breite, also ein wahnsinnig großes Pastell auch. Und da haben wir schon vielleicht so diesen besonderen Blick, von dem du auch sprichst, den man nicht unbedingt, auch wenn es ein Ort ist, der von Touristen natürlich auch besucht wird, den man nicht unbedingt einnimmt. Und man hat hier fast das Gefühl, man befindet sich mitten im Wasser stehend. Und vielleicht kannst du uns mal berichten, wie du dieses Bild angefertigt hast. Was ist da passiert? Das mache ich jetzt seit ungefähr 2 Jahren, dass ich also nicht am Ufer stehe und überlege, was kann ich jetzt machen, was kann ich zeichnen oder was mich fasziniert, sondern ich gehe eben ins Wasser. Es ist eigentlich ein Blick eines Schwimmers oder vom Boot aus gesehen. Da ich kein Bootsfahrer bin und mit dem Kanu sehr ungern die Ardèche runterfahre, bin ich halt hingegangen und habe mir einen Neoprenanzug besorgt, habe mir eine Rettungsweste besorgt und eine Hülle für meine Kamera und steige eben dann in diese Flüsse rein. Und wenn ich nicht mehr stehen kann, dann hält mich halt die Rettungsweste über Wasser. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann man keine Fotos mehr machen. Und ich bin jetzt der Fotograf, also ich knipse drauf los. Es sind eher alles Blindflüge, weil man durch diese kleinen Kameras bei grellem Sonnenlicht sowieso nichts mehr sehen kann. Und aus diesem vielen Fotomaterial, was ich dann nachher habe, gehe ich halt ins Atelier und bastel mir da was zusammen. Und es ist manchmal oder oft ist sehr viel manipuliert. Also ich habe verändert. Also manchmal habe ich den Fluss und die Felswand irgendwo anders her. Der Fluss ist dann die Sèze, die Felswand ist dann von der Chassezac. Also solche Spiele erlaube ich mir oder ich würde sagen, das ist eher so eine Idealisierung, ja, dass ich
packe meine Welt, die ich da unten sehe, zu einer meiner Welt zusammen. Ja, es geht mir ja dann nicht um die Darstellung der Realität, sondern es geht mir um die Richtigkeit in meinem Bild und was ich mit meinem Bild ausdrücken will. Das muss nicht unbedingt jetzt unbedingt die Chassezac sein oder die Ardèche sein, aber ich habe es natürlich da gemacht und ich betitel auch die Bilder danach. Nur, man könnte tatsächlich auch diese Stellen finden, wenn man ein bisschen gut sucht und gut zu Fuß ist und auch ein bisschen, also nicht scheut, da durchs Wasser zu gehen. Aber es ist trotzdem oft verändert und ja, für mich eben in Szene gebracht. Und noch stärker ist diese Veränderung dann auch eben bei deinen Nachtstücken. Ich würde jetzt mal gerade einmal springen und da eröffnet sich für mich noch ein ganz wichtiges Thema, das wir vielleicht gleich antippen können. Aber schauen wir doch mal auf die Häuser, die du alle, glaube ich, zuerst in der Nacht aufsuchst. Ist das richtig? Also es ist nicht so, dass ich jetzt in der Nacht rausgehe, nur um diese Häuser zu finden oder die Häuser nur bei Nacht sehen möchte. Die Nacht fasziniert mich natürlich wahnsinnig. Wenn man jetzt in Südfrankreich ist oder überhaupt, wenn man irgendwo ist, wo wenig Streulicht ist und dann auch noch eine Vollmondnacht hat, eine klare Vollmondnacht, dann kann man natürlich ungefähr 5 Tage nutzen. 2 Tage vor Vollmond, Vollmond und die 2 Tage nach dem Vollmond. Und wenn man dann rausgeht, also ich habe es einfach dann oft genug erlebt, dass man rausgeht, und ein paar Schritte vom Ort entfernt oder vom Haus entfernt, wo kein Streulicht mehr ist, wo das Mondlicht langsam über das Feld kommt oder über das Haus kommt oder wo man gerade sich befindet, dann ist so ein faszinierendes Licht, was ich immer umsetzen wollte, wo ich immer gedacht habe, was kann ich damit machen? Wie kann ich das umsetzen, dieses Licht? Wenn ich dann ein Foto gemacht habe, ich bin ja kein Fotograf, dann war das entweder viel zu lange belichtet, dass es dann ganz bunt war, als wäre es bei Tag gemacht, oder man sah eben nichts drauf. Also habe ich versucht, mir das einzuprägen. Bin sehr oft bei Vollmond draußen gewesen, habe immer überlegt, was sehe ich noch, welche Farben sehe ich noch und was ist dunkler, was ist heller. Und habe versucht, das dann auch umzusetzen. Habe in der Vollmondnacht auch Skizzen gemacht. Ne? Vielleicht sieht man das auch ein bisschen. Ich habe hier mein Skizzenbuch mal mitgebracht, wo ich dann so ganz schnelle Skizzen mache. Ich versuche, die mal hier so ein bisschen in die Kamera zu halten. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und genau, also das mache ich so ein paar Minuten, weil man sieht ja eigentlich nicht mehr so viel. Es ist schon ein sehr helles Licht bei der Vollmondnacht. Ja? Also man kann wirklich lesen, man könnte zeichnen, wenn man das Buch ins Licht hält, aber man muss auch wissen, wie man es macht. Also auch die ersten Ergebnisse waren dann viel zu hell und wenn man weiß, wie das dann nachher aussieht, dann geht man hin und nimmt eben entsprechend einen dickeren Stift mit oder gibt mehr Gas dabei. Ich habe dabei dann eben immer so ein Skizzenbuch und eben 1, 2 Stifte, meistens 2 Stifte und Spitze, weil wenn es passiert, dass ein Stift mehr verloren geht, dann finde ich den im Schatten dann natürlich nicht mehr wieder. Ich gehe dann mit diesen Ideen ins Atelier, wobei ich vorher bei Tag mir die Situation natürlich auch angucke, weil die Sonne, die Schatten, die die Sonne macht, die sind die gleichen, die der Mond macht. Nur das Licht ist anders. Ja, der Mond macht ja die gleiche Bahn quasi wie die Sonne. Insofern sind die Schatten auch identisch. Und dann reicht mir eigentlich eine Idee, die ich bei Tag sehe, eine Skizze, die ich auch bei Tag gemacht habe und vielleicht auch verschiedenes Fotomaterial und kann mich mit dem orientieren und setze das dann in eine Nachtsituation um. Das ist eigentlich so meine Vorgehensweise. Aber die Nacht ist wirklich für mich nach wie vor ein sehr, sehr spannendes, eine Situation, die man eigentlich erleben muss. Vielen Dank. Ich habe jetzt mal nebenher auch eingeblendet, wie das bei dir dann aussieht im Atelier mit deinen Kreiden. Das ist schon auch sehr faszinierend. Also gerade wenn man, das ist eine Erfahrung, die kann man online nicht machen, die kann man nur vor dem Original machen, wenn man an die Bilder ganz nah herantritt und dann doch
das Rätsel so ein bisschen lüften kann und die Kreiden erkennt. Und wenn man dann aber wieder zurücktritt und diesen fast schon fotorealistischen Eindruck auf einmal wieder hat, gepaart mit dieser, wie jetzt im Hintergrund das Haus, was ich jetzt hier nochmal einblende, mit diesem starken Licht, ja, was sich doch gleichzeitig in der Nacht abspielt, das ist schon was sehr Faszinierendes. Wieso hast du dich für diese Arbeit mit der Pastellkreide entschieden? Das ist ja kein leichtes Medium. Ich bin kein Maler. Also das Malen hat mich nie sonderlich interessiert. Also flüssige Farbe und Pinsel, das war immer so weich. Also ich habe das natürlich im Studium probiert man ja alles aus. Ich habe es immer wieder probiert. Aber mein Medium war wirklich die Zeichnung, der Bleistift und Stifte, alles, was man Druck aufs Papier bringen kann, hat mich fasziniert. Und das war ein Medium, mit dem ich mich immer wieder gerne ausgedrückt habe. Und so bin ich irgendwann auf die Pastellkreide gekommen. Ja, der Bleistift ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Medium, oder das Graphitstaub. Ich habe ja mit allem, was damit zusammenhing, gearbeitet. Aber wenn es dann irgendwann mal in die Farbe geht, wo mir auch nach war, dann muss man ein Medium finden, was irgendwie dem Stift ähnlich ist. Da gibt es natürlich Farbstifte, da arbeite ich natürlich auch mit. Also vor 10 Jahren habe ich auch noch sehr große Stiftzeichnungen gemacht, die aber extrem zeitaufwendig sind. Also das kann man nicht dauernd machen, dann macht man einfach zu wenig. Ja, man will ja weiterkommen und mehr Ideen haben. Und so bin ich dann auf die Pastellkreide irgendwann nochmal zurückgekommen. Man hat ja immer wieder damit gearbeitet. Und das ist natürlich, das geht schon auch ins Malerische. Ja, dass wenn man jetzt ein Abbild oder so eine Reproduktion von meiner Arbeit sieht, dann könnte man ja auch meinen, es könnte gemalt sein. Wobei ich mich immer noch als Zeichner zähle. Es ist für mich keine Malerei. Es ist für mich Zeichnung oder Pastellzeichnung. Man sagt zwar auch schon mal Pastellmalerei, aber da kann man sich drüber streiten. Also ich bin Zeichnerin, weil ich mit dem Stift umgehe. Und ich mache mal das nächste Bild, zeige ich mal direkt noch daneben. Also ich würde sagen, jetzt so vom kunsthistorischen Standbein aus gesehen, mit der doch sehr sachlichen Art, haben wir es trotzdem mit gewissen Stimmungsbildern auch zu tun, die eine ganz bestimmte Lichtstimmung auch einfangen wollen. Und bei deiner Häuserserie kommt dann für mich nochmal eine ganz wichtige Komponente dazu, nämlich der Mensch. Und im Hintergrund auf der anderen Seite, jetzt muss ich mal gucken, ob man das sieht, haben wir noch eine Arbeit, auch eine Nachtarbeit von Thomas Geier, hier zu sehen, der auch ganz ähnlich eben in der Nacht Häuser einfängt. Und da frage ich mich immer, was ist in den Häusern los? Ja, leben da Menschen? Sind das leerstehende Häuser? Wo ist der Mensch überhaupt? Und das wäre jetzt mal eine Frage an dich, jetzt als primäre Landschaftszeichnerin. Was hast du für ein Verhältnis in deiner Kunst zum Menschen? Taucht nicht direkt auf in meiner Arbeit. Ja, den brauche ich auch nicht. Also in meiner Arbeit brauche ich nicht, denn der fehlt mir auch nicht und ich habe auch keine Lust, ihn da reinzubringen. Ja, aber es ist natürlich, diese Häuser, die sind für mich auch als Form interessant. Aber ich wollte noch zurückkommen auf die Nacht, weil du hattest ja auch gerade beschrieben, da im Hintergrund die Nachtarbeit. Es ist so ein Licht, was man ja nicht genau definieren kann. Also so richtig Nacht sieht ja anders aus. Es wäre ja noch ein bisschen dunkler. Insofern ist es so ein Licht, das, wo viele fragen, was ist das denn? Ist das jetzt bei Tag? Ist das bei Nacht? Tag kann ja eigentlich gar nicht sein, weil dann wäre der Himmel ja nicht so trüb, dunkel. Aber es sind ja Schlagschatten da, die irgendwie von der Sonne kommen müssen. Also das kann ja nicht sein. Und Nacht ist eigentlich ein bisschen zu hell. Also es gibt auch direkte Nachtarbeiten von mir, die noch deutlich dunkler sind, die dann, wo viele Sachen dann auch nicht mehr, viele Details dann nicht mehr zu sehen sind. Ne? Bei den Häusern ist es so ein Zwiespalt. Das Licht ist so ein bisschen geheimnisvoll, oder es ist für mich auch ein bisschen oder für viele auch ein bisschen was Unheimliches, was ich unbedingt in diese Arbeit mit reinbringen will, weil die Häuser sind ja auch ein bisschen vereinfacht noch im Gegensatz zu den
Landschaften, die ich gemacht habe. Die Häuser, da bestimme ich ganz klar, wo mache ich jetzt ein Fenster offen, wo mache ich die Fenster zu, wo mache ich einfach ein Loch rein. Oder, also ich bestimme diese einzelnen Fenster und Teile als Gestaltungselement. Und denk eigentlich jetzt, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, nicht so sehr abzuweichen, nicht darüber nach, wer wohnt da drin, wer wird da rauskommen und welcher Mensch gehört zu diesem Haus. Das interessiert mich überhaupt nicht. Vielen Dank. Und das ist vielleicht ein guter Punkt, ja, die Reduktion, die du an den Häusern auch vornimmst. Und die eröffnet eben auch einen gewissen Imaginationsraum und auch eine gewisse Ästhetik natürlich. Und was ich ganz spannend finde, aber da musst du vielleicht mal sagen, wie das sich bei dir verhält. Aber ich habe nicht das Gefühl, das hätte ich bei anderen Künstlern sehr wohl, wenn ich neben der reinen Natur, möchte ich mal sagen, dann diese Siedlungen, aber auch den Beton, den Asphalt der Straße sehe mit den Markierungen, dann kann das ganz oft auch in sowas Kritisches, in so eine kritische, polare Gegenüberstellung verfallen. Also wie der Mensch eben sich dreist, seinen Platz macht innerhalb der Natur. Das Gefühl habe ich bei deinen Arbeiten nicht, sondern ich habe eher das Gefühl, dass das symbiotisch zusammengewachsen ist. Ah, also klar, das ist für mich diese Häuser oder diese Dörfer, wo ich durchgehe, die ich natürlich auch, da muss ich wieder auf die Landschaft zurückkommen, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne und die mich natürlich auch fasziniert haben, diese Häuser. Es ist, die sehen oft ja auch ganz anders aus. Sie sind ja in Südfrankreich oft mit diesen ganzen Steinen und diesen pittoresken, die sehen ja sehr pittoresk aus, zum großen Teil, obwohl es auch verputzte Häuser gibt. Und ich verputzt die in meiner Arbeit alle. Also es gibt keine Backsteine. Es ist pittoreske, da kommt man nämlich auch wieder auf diese touristischen Fotos zurück. Das möchte ich ja vermeiden, das will ich ja gar nicht. Ja, insofern mache ich da mein eigenes Bild. Ja. Und gerade diese Häuser, die Situation der Häuser und der Dörfer, die da natürlich auch mitten in der Landschaft sind, auch winzig kleine Dörfer mit 10 Häusern, die für mich zu dieser Landschaft auch gehören. Ja. Aber die wirken, gerade diese Häuser, die wirken tatsächlich nicht unbedingt wie ein Ort aus Südfrankreich. Das ist richtig. Ne? Die haben oft auch man könnte sie auch irgendwo anders zuordnen. Aber darum geht es mir eigentlich gar nicht. Ne? Ich liebe dieses Land oder diese Gegend im Süden und mich davon inspirieren, was dann dabei rumkommt, das sehe ich dann. Und mit dem Ergebnis arbeite ich weiter. Und mit dem Ergebnis sind wir auch alle sehr zufrieden. Wenn du heute von deinen jetzigen aktuellen Serien aus blickend mal zurückguckst, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, mit Industriedarstellungen und Maschinen und so weiter. Wenn du da zurückschaust, was hat sich da bei dir verändert? Also gar nicht mal so sehr, wo stehst du heute, aber was hat sich in diesem Prozess bei dir als Zeichnerin verändert, dass du da gelandet bist, wo du heute stehst? Sehr viel, ne? Also das ist, es ist deutlich, für mich schon deutlich freier. Ja, diese Landschaften sind natürlich viel freier darzustellen als diese geraden Industrielandschaften, die waren ja sehr, sehr konzentriert und natürlich auch sehr verändert. Also damals hatte man auch, wenn ein Ingenieur kam in eine Ausstellung und sah dann irgendeine Maschine, die ich irgendwo gezeichnet habe, weil sie mich fasziniert hat, dann sagte der immer, die kann ja gar nicht funktionieren. Aber darum ging es ja gar nicht. Ne? Das ist das Gleiche, was ich eigentlich heute noch immer mache mit der Landschaft. Ja, sie ist teilweise so, wie ich sie gesehen habe, wie jetzt die Arbeit hier im Hintergrund. Die habe ich tatsächlich so auch gesehen, fast so. Ja, sie sind natürlich viel farbiger und knalliger in der Wirklichkeit. Hier habe ich ja auch sehr, sehr die Farbe reduziert. Aber es ist trotzdem eine Veränderung. Und diese Veränderung, die habe ich eigentlich durch mein ganzes Werk die ganze Zeit immer wieder gemacht. Ne, betrachtet, was kann ich, wie kann ich das, was ich will, umsetzen. Und insofern denke ich, bin ich auch von der Industrie und die Industrielandschaft und dann auf die Landschaft hier in der Umgebung um Aachen herum
gekommen, aber das war ein sehr kurzes Déjà-vu, würde ich sagen, und bin dann ganz schnell auch auf die Landschaft in Südfrankreich gekommen und auf die Häuser. Und darf man fragen, ob es vielleicht auch weitere Orte geben wird, die du dir erschließt mit deiner Zeichnung und mit deiner Zeichnerei, gerade auch im Hinblick darauf, dass du ja mit dieser Handlung selber, mit der du in die Landschaft gehst und sie dir aneignest, ja auch einen ganz wichtigen Prozess macht? Oder ist Südfrankreich für dich so groß und unerschöpflich, dass du sagst, das ist genau meine Welt, in der ich mich jetzt bewegen werde. Ich habe jetzt drin immer mal andere Landschaften auch aufgesucht. Ich war irgendwann mal in Südspanien gewesen, was sehr interessant war. Und ich glaube, dass das Skizzenbuch, was ich Südspanien, das ist eines der schönsten geworden. Ich habe vielleicht drei oder vier Arbeiten aus dieser Serie gemacht, mit denen ich auch sehr zufrieden war, die ich auch nicht mehr besitze. Aber trotzdem, wenn ich in Frankreich wieder zurückkomme, vor allem im Süden, da geht bei mir das Herz auf. Ich war auch mal in Burgund, ich bin in der Nähe der Saône gewesen, also schon auch in verschiedenen Regionen. Aber das, was ich da vor Ort gemacht habe, das waren eigentlich nur so kleine Ausflüge. Fasziniert bin ich wirklich von der Region Ardèche und ich glaube, das hört nicht auf, weil ich finde jedes Jahr oder ich finde jedes Mal immer wieder neue Ecken, neue Ideen, mit denen ich mich auseinandersetzen kann. Ich hätte also vor 5 Jahren niemals gedacht, dass ich in die Ardèche oder in die Chassezac reingehe, wo neben mir direkt 50 Kanufahrer paddeln oder so in der Hauptsaison jetzt. Aber wenn man das ausblendet, ja, und dann seine Sicht da sieht, dann kann man, finde ich, mit jeder Landschaft, ob sie touristisch ist oder nicht, was finden, was einen fasziniert und mit dem man arbeiten kann. Und mit diesen Flüssen bin ich wirklich noch lange nicht fertig. Und das wird auch im Mai hoffentlich weitergehen. Ja, da drücken wir dir auf jeden Fall auch ganz, ganz arg die Daumen, dass das möglich ist und bleibt. Und es war für uns auch tatsächlich an der Stelle auch sehr spannend zu sehen, wie zwei ganz unterschiedliche Maler, also Andreas Scholz, wirklich Freilichtmaler, der mit seinen Leinwänden wirklich dann ins Gelände geht, und deine Person, die Skizzen vor Ort macht, dass ihr beide da so einen übereinstimmenden Ort aufsucht, nämlich die Ardèche beziehungsweise das umliegende Land in Südfrankreich. Das war tatsächlich ganz spannend, dann auch die Realisierung, die unterschiedlichen zu sehen. Und beim Andreas ist es ganz ähnlich. Der hat auch, glaube ich, noch lange kein Ende gefunden, dort zu malen, und fühlt sich da einfach auch als Freilichtmaler sehr wohl. Ja, liebe Gerlinde, ich möchte mich bedanken an der Stelle, dass wir hier so einen tollen Einblick in deine Arbeit gefunden haben, auch für dein Dabeisein in der Ausstellung Landscapes. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz tolle und wichtige Facette, neben den unterschiedlichen Arbeiten aus Fotografie, Malerei, auch deine Pastellkreide mit dabei zu haben, die doch auch einen zeichnerischen Umgang als Handlung mit der Natur versinnbildlichen, in Lichtstimmungsbildern, die wir tatsächlich ganz einzigartig und toll finden. Also ganz lieben Dank, und schön, dass du mit dabei warst. Und den Gästen wünschen wir noch einen schönen Abend. Dankeschön.